Gottes Plan für jedermann, das große Werk, um Sklaverei zu beenden. Das ist Gottes Plan. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, zu dieser Zeit anderen zu helfen beim Erwachen und dauerhaft die unerbittliche Wahrheit auszusprechen, selbst wenn wir es als Bürde ansehen und selbst wenn es für alle um uns herum unbequem zu hören ist. Mut und Beständigkeit sind vonnöten, um diese Aufgabe zu erfüllen. Das echte große Werk ist die riesige Aufgabe, andere zu beeinflussen, zur Wahrheit aufzuwachen. Es ist ihnen zu helfen, zu verstehen, dass wenn sie die Legitimität von Autorität und Regierung, also menschlichen Gesetze, billigen oder unterstützen, dass sie dadurch die Legitimität von Sklaverei unterstützen und billigen und dass sie unmoralisch sind, weil sie es tun. Kurz gesagt, beim großen Werk geht es darum, Leuten zu helfen, ihre falschen Religionen aufzugeben. Die falschen und dogmatischen Glaubenssätze, welche Bewusstsein zurückhalten und sie von der Aufnahme der Naturgesetze und der Wahrheit abhalten. Die Sklaverei der Menschheit ist das Problem und nur das Leben nach den Naturgesetzen ist die einzige Lösung.